So, und damit, hi Leute, was geht ab und jetzt kommt zu einem Video von Atomic Heart. Schön, dass ihr wieder einen weiseren Bock drauf habt. Jo, wir sind immer noch in der Gartenabteilung, sag mal, in der Polymerherstellungsabteilung, in der wir im letzten Video mehr oder weniger Roboter platt gemacht haben, um, ja, warum habe ich es platt gemacht? Einfach nur Materialien zu sammeln. Ja, nein, wir sind hier auf Imperial, um so ein Enzym-Dinge irgendwie sowas zu besorgen, aber bis die Kartusche da hinten voll ist, in der das Enzym gelagert werden soll oder eingeflößt werden soll, meine Fresse, ist schwer los. Dauert einfach mal 35 Tage und ja, ich glaube nicht, dass der Typ hier für jetzt 35 Tage hier warten will. Deswegen hat er und Charles aber mal entschieden, mit dieser Bimmelbahn hier rumzufahren und die einzelnen Motoren der Produktionsstätten hier zu beschleunigen. Beziehungsweise zu schocken, damit die sich beschleunigt werden und dann schneller arbeiten. So sieht der Plan aus. Ob es natürlich funktioniert? Keine Ahnung. Muss ja eigentlich. Aber gut. Wir werden es mal ausprobieren. Hopp. Tschüss. Notgeiler Kühlschrank. Ja. Das, Vorsicht, das geht tief runter. Ich könnte mich verletzen. Verletzen? Du Optimist! So bin ich halt. Ja. Muss ich da jetzt runterspringen? Es hat funktioniert. Das Leuchten ist sogar irgendwie schön. Achtung! Durch die ungeplante Wartung wurde der Reparaturalgorithmus eingeleitet. Eigentlich ja nicht. Ich habe die Roboter mehr oder weniger alle über den Haufen geschossen. Das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Die ist blau. Warum haben die alle Laser, Mann? Was ist das für ein Kack? Kann diese beschissene Seilbahn nicht schneller fahren? Diese Ereignisse hat niemand vorhergesehen. Das war eine rhetorische Frage, Charles. Junge! Jung! So, wie geht das jetzt hier nochmal hier? Halt, ich muss. Thank you.
Okay, ich habe zwar keine Ahnung, was ich da jetzt getan habe. Nicht dann. Müssen wir nur noch den letzten Motor beschleunigen. Wenigstens ist Munition kein Problem. Mein Gott! In der Ferne summt der Chillas, wie romantisch. Kommt doch hier, dumm. Brillant. Einfach brillant. Kommt her. Ich muss ja nochmal da hoch. Kommt hier! Kommt her! Ich will jetzt alle platt machen, die geht mir richtig auf den Sack, ne? Eh? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ach, ich hatte was anderes im Sinn. Ja, glaube ich dir. Wow, kommst du in hier?
Sehr viele Baute. Wasu. Okay, gib mir auf den Sack, scheiß drauf. Ich hab den gar nicht. Egal, komm. Scheiß auf die Bauteile. Ja, hast du was Konstruktives zu sagen? Habe ich dich irgendwie gekränkt? Warum lässt du deine Frustration an mir aus? Tut mir leid, ist nicht deine Schuld. Ich ärgere mich nur über mich selbst. Warum? Du hast Petrov nicht umgebracht. Er wurde von seiner eigenen Waffe getötet, einem feindseligen Roboter. Das spielt keine Rolle. Ich sollte ihn lebend fassen und habe versagt. Und das ist noch nicht alles. Sechenov hat mir das Leben gerettet. Er ist wie ein Vater für mich. Soweit ich mich erinnere. Ich habe ihn enttäuscht. An wie viel von deinem Leben kannst du dich erinnern, Genosse Major? 2 Jahre, vielleicht etwas mehr. Ich weiß nicht mehr viel aus der Zeit vor der Verletzung, aber wie gesagt, er ist wie ein Vater für mich. Wenn ich eins sicher weiß, dann das. Na schön. Aber es ist unlogisch, wegen etwas mit dir zu hadern, wofür du nichts konntest. Logisch oder nicht, das ist doch egal. Dr. Sechenov hat sich auf mich verlassen und ich habe nicht geliefert. Jetzt ist er enttäuscht von mir und ich fühle mich scheiße. Wenn es nur das ist, dann denk einfach nicht mehr dran. Da bist du nicht der Einzige. Wie meinst du das? Liegt das nicht auf der Hand? Genosse Sechenov ist immer von allen enttäuscht. Man kann ihm nichts recht machen. Sein Perfektionismus ist krankhaft, das weiß jeder. Jeder einzelne Mensch in seinem Leben hat ihn enttäuscht. Was? So ein Schwachsinn. Neuropolymer-Handschuhe sind nicht imstande zu lügen. Oh, ja, da ist was dran. Gut. Gucken wir jetzt halt den Cartoon nochmal eben und dann gehen wir weiter. Okay, das hatten wir schon. So, jetzt haben wir den ersten Behälter von 4. Wow. So, ich hatte gerade gedacht, hier läuft Star Wars Musik. Das hörte sich im ersten Musik hier. Hörte sich im ersten Musik nach einem Moment an. Das hörte sich im ersten Moment nach so einem Star Wars Song an. Hier war ich ja tatsächlich noch nicht. Ich dachte, ich hätte den gesehen, ne? Neo-Kartoffelkäfer. Ah ja. Neo-Tokyo. Kann ich das... Oh, halt. Was ist da los? Na gut, und wie kriegt man nachher mal die Käfer weg? Eine wunderbare Idee, Nisse Paar. Französisch, ja. La Exklusiv. Okay. Dr. K. Sherman. Boah, was ist das hier? Das
komme ich denn jetzt hier hin? Ich wiederhole. Wer einen Termin hat, möge sich bitte an das Testzentrum wenden. Da ist ein Schloss. Hier ist so eine Kiste. Aber die kann ich nicht. Ich kann die öffnen. Dann beseitigen wir erstmal das Schloss, wa? Wir sind. Geh doch mal das Schnippen hier. Runter. Gut. Hier sind wir. Oh, was ist das denn für ein Käse? Hat sich ja richtig gelohnt. Der hat ein paar. Sind das denn Videokassetten? Witzig. Gut, ich kann es eh nicht lesen. Frage ist, wieso hängt, wie hängt der da? Der hält doch gar nicht fest. Wahrscheinlich sollte die Schlaufe eigentlich um sein Bein. Weil so würde der einfach schon runterfallen. Da hat jemand geschlafen. Da hängt ja noch einer. Das ist natürlich richtig schlau. Ohne Deckel und dann ist dein Gesicht einfach mal weg. Da bin ich. Die Heizkessel stehen kurz vorm Platzen. Was sollen wir tun? Ich habe keine Daten. Hier war ich noch nie. Ich habe keine Daten. Hier war ich noch nie. Gut, ich kümmere mich darum. Wie komme ich in das Rohr? Ja, da kommt er noch. Ja, man sollte vielleicht mal irgendwie den Druck hier regulieren. Der Heizkessel ist zu heiß zum Anfassen. Ich muss ihn irgendwie von innen kühlen. Sei wenn der Roboter wegschaut hier. Okay, ich habe die Öffnung gefunden. Okay, die kann ich aber immer nicht verkloppen. Ich finde ja den Schnäuzer von den ganzen Robotern einfach verdammt cool. Ah ja, okay. Leicht bekleidete Frauen und er chillt hier daneben.
Wolltest du eine ausführliche Analyse der Frauen machen oder was tust du hier? Sieht doch nicht mal hässlich, oder? Standardbilder in der Werkstatt. Alter, komm mal schnell vor, du kommst hier rein und siehst hier wohl diese Leute liegen. Nur diese Roboter liegen. Ich hab viel zu Schiss, dass sie gleich alle aufstehen. Will mich nicht wundern, wenn die gleich auch alle aufstehen. Das wäre katastrophal. Komm hier, Mann. Viel zu weit an der Seite, das ist total dumm. Da haben wir richtig gepennt, wa? Muss ich hier irgendwann umstellen? Oh, was mache ich jetzt? Das Zeug selbst zum Heizkessel zerren? Echt, meinst du? Und ich sag noch, dass sie gleich aufstehen. So, das ist auch. Nee, bitte. Ja. Kommen die denn her? Sorry, Kumpel, dich wollte ich eigentlich nicht treffen. Warte mal, wo ist... Bin ich denn jetzt hier? Da. Gut, dass die Öffnung des Rohrs nebenan liegt und nicht hinten bei der Birke. Komm. Ja, Alter. Junge! Nummer 2 ist bereit. So sind sie. So, so. Hey. Immer schön auf die Beine erst. Denkt sich so ein Scheiß aus. Ich hab satt, Bälle in Rohre zu schieben. Wir machen das, damit wir den Vavilov-Komplex verlassen können. Aber warum kann ich nicht einfach, naja, durch eine ganz normale Tür gehen? Leider haben wir hier gerade nur eine unnormale Tür zur Verfügung. Ja, ich denke, wenigstens mit Luftdruck noch so... sogar schön mit Pneumatik funktionieren würde, dann wäre ja scheißegal, aber so ist richtig cool. Und besonders, wer legt die Leitung so in so eine Achterbahnform? Also? Da war's auch. Endlich. Ja,
ihr aufsteht, hacke ich euch mal eben zu Klump. Genosse Major, hast du Dr. Filatova schon gefunden? Die Petrov geholfen hat, hunderte Menschen abzuschlachten? Nein, die schleicht noch irgendwo rum. Ich betone... Charles, wer singt da? Den habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung. Das ist eine Sendung vom Radio der Zukunft. Von der Akademie der Konsequenzen. Das könnte alles Mögliche sein. Die Zukunft ist gewaltig. Okay. Hallo? Alle kritischen Elemente befinden sich im hinteren und unteren Bereich. Man findet sie entweder entlang der Zentralachse oder auf der Innenseite der Räder oder Beine. Der Zentralbereich, der am häufigsten getroffen wird, dient nur der Ablenkung, was unsere Freunde im Westen inzwischen bitterlich gelernt haben. Michalis, ich geh mir etwas zu essen holen. Willst du auch was? Ach, lass mal gut sein. Ich bin damals bis nach Berlin marschiert. Da schaffe ich es auch bis in die Cafeteria. Verstanden? Entspann dich. Ich wollte nur nett sein. Bald ist der Kartoffelbrei aus und dann jammerst du wieder rum. Ach, geh einfach. Ich hol dich schon ein. Wahrscheinlich komme ich sogar vor dir an. Wie du willst. Manche Leute, ehrlich. Bin ich etwa kein Mann mehr? Nur weil ich mein Bein verloren habe? Man muss mich nicht verhätscheln. Ich komme auch ohne Ihre Hilfe in die Cafeteria. Ich will kein Mitleid, sondern Respekt, verdammt. Ich werde euch noch davonlaufen. Wartet's nur ab. Okay, gut. Bitte Vorgang auswählen. Fox. Und MP. PM. Komm, eine neue Axt. Bauen wir das Ding mal. Warte, was ist das? Die hab ich doch gar nicht. Die Frage ist, welche Nahkampfwaffe ist besser? Was soll es sein, Major? Bitte Vorgang auswählen. Ach, da steht's. Angriffsgeschwindigkeit ist die halt besser. Schaden hat die. Aber wenn ich die jetzt verbessere, geht die wahrscheinlich auch voll ab, wa? Ladungsgeschwindigkeit. Die ist gar nicht so viel schlechter, wa? Die eine oder andere kleine Reichweite. Schade. Tja, eine zweite Pistole wäre gar nicht mehr schlecht. Egal, gut. So Leute, ich würde sagen, dann beende ich mal hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Bock drauf hattet. Yo,
Dann sind wir jetzt auf dem Weg zur Birke. Den ersten Container da einsetzen. Fehlen nur noch 3. Yay. Ist ja nicht irgendwie aufwendig oder so. Aber gucken, vielleicht hinter die Ratzefatze. Deswegen mal gucken, wie schnell das hier von dannen geht. Oder ob das jetzt Ewigkeiten dauert, um die Sache noch fertig zu machen. Aber glaube ich nicht, wenn er schon sagte, der gute alte Charles. Das müssen wir haben. Um rauszukommen, wird er wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Aber das werden wir ja alles wahrscheinlich im nächsten Video sehen. Ich weiß ja gar nicht. Hol den Behälter mit hitzeresistentem Polymer. Okay, da haben wir schon mal den zweiten. Das geht ja eigentlich ratzefratze, wa? Du eben die Dinger da. Abkühlen. Und gut, ich weiß jetzt auch nicht, was der dritte und vierte sein wird. Aber mal gucken. Werden wir ja alles sehen. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, seid gerne beim nächsten Mal dabei. Ich kann es gerade mir sehr darauf freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auch noch einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.